Also vielleicht starte ich, und wenn du es erlaubst, mit einer ganz kleinen Vorbemerkung, was ich mal von der EU hielt und diesem Projekt. Denn in dieser Änderung meiner Ansicht steckt vielleicht dann auch, steckt auch gleich die Begründung hin. Ich war tatsächlich mal glühender Fan der EU, muss ich sagen. Als ich kurz vorm Abi stand, dachte ich tatsächlich, Mensch, das ist die Zukunft Europas. Ich freute mich über einen Raum, in dem eine Währung existierte und die Tatsache, dass es eben keine Grenzen zwischen den Ländern gibt, die kontrolliert werden, in denen man frei reisen darf. Und ja, ich hatte das Gefühl damals auch, dass das eine recht vorherrschende Stimmung war, nicht nur in meiner Altersgruppe und so in meinem Umfeld, sondern dass das insgesamt eine ganz positiv wahrgenommen wurde. Über die Jahre, seitdem, das ist halt lange her, dass ich Abi machte, über die Jahre ist nach meiner Wahrnehmung aus einem Friedensprojekt, aus einem europäischen Friedensprojekt, ursprünglich war ja der Gedanke auch mal, Frankreich und Deutschland, die angeblichen Erbfeinde mal zusammenzubringen und auch die Briten ja, die da mit bei waren, die vielleicht nicht ganz so die klassischen Kriegsgegner waren wie Deutschland und Frankreich, die damit in eine Schicksalsgemeinschaft zu bringen. Über die Jahre wurde auch nach meiner Wahrnehmung aus diesem idealistischen, aus diesem Friedensprojekt zunehmend mehr eine Gängelungsbürokratie. Ja, da muss man gar nicht die alt abgetretenen Stichworte hier so nehmen wie Bananennorm oder irgendwelche Gurkengeschichten, sondern immer mehr kleinsteilige Sachen wurden auf EU-Ebene verlagert und damit zusätzlich das ohnehin ja in Deutschland eigentlich ausgehöhlte Subsidiaritätsprinzip immer weiter unterlaufen. Also auf dumm gesagt eben Subsidiaritätsprinzip, es soll immer möglichst alles auf der untersten Ebene entschieden werden, wo es die Leute betrifft. Wir müssen nicht irgendwo in einer zentralen Hauptstadt, die sonst wo liegt, besprechen, ob der Zebrastreifen im Dorf gemacht wird oder nicht. Aber immer mehr ging es aus meiner Sicht in diese Richtung mit der EU. Und spätestens dann mit der sogenannten Corona-Pandemie hat diese Bürokratie vollends jeden demokratischen Anschein verloren, auch jeden rechtsstaatlichen. Da wurde ja von EU-Ebene aus dekretiert letztlich, dann natürlich national umgesetzt, mit welchen rigorosen Maßnahmen da vorgegangen werden soll. Und vor allem wurde ja auch, du bist Ökonom, wurde ja mit diesen EU-Schulden, die dann erstmals erzeugt wurden, also diesem Corona-Fonds, den die EU sich gegeben hat, ja ganz klar alles EU-Recht gebrochen, das da eigentlich besagte, es gibt keine Gemeinschaftsschulden. Also Deutschland haftet nicht für die Schulden von Frankreich und umgekehrt. Oder nicht auch alle zusammen haften nicht für gemeinsame Schulden, sondern das ist getrennt. Das wurde jetzt alles ausgehebelt. Aber Fazit, aus meiner Wahrnehmung, ist die EU zu einem Unrechtsmechanismus geworden, zu einem Gängelungsinstrument. Demokratische Legitimation hatte sie eh kaum je. Es ist kein Parlament, was die EU da hat, auch wenn es so heißt, ja. Das Parlament hat klassischerweise das Budgetrecht. Also früher hat es den König kontrolliert. Der König hat eben nicht mehr selbst die Staatsknete ausgegeben, sondern das Volk im Parlament, idealerweise. Und das besitzt dieses EU-Parlament nicht. Auch kein Vorschlagsrecht, was diesen Namen verdient hätte. Also Gesetze machen können die auch nicht. Es ist eine Abnickbude für das, was die Kommission beschließt. Also der Rat der EU, Staatspräsidenten bzw. Regierungschefs der EU. Warum jetzt abschaffen und nicht reformieren? Und das ist eine Glaubensfrage. Da bin ich der Überzeugung, das können wir nicht logisch zwingend argumentieren, sagen, hier aus diesen logischen Gründen kann das nur abgeschafft werden und das kann nur reformiert werden. Das ist am Ende eine Geschmacksfrage. Ich sage, nach meiner Wahrnehmung sind diese EU-Instanzen derartig korrupt, derartig von Verbrechern durchsetzt und eine institutionalisierte Korruptionsorganisation, eine Mafia wirklich, ich sage das ganz klar, eine EU-Mafia, an deren Spitze eben Frau von der Leyen, die große Pfizer-Abzockerin steht. Da ist nichts mehr zu reformieren. Du brauchst ja für jede Veränderung von bestehenden Systemen die Bereitschaft der Menschen da drin für eine Veränderung. Ich sehe die nicht. Also könnte ich jetzt die Frage an dich zurückgeben, sagen, wo siehst du bei den maßgeblichen EU-Autoritäten, wo erkennst du die oder wo würdest du meinen, sollte man diese Veränderung ansetzen, wenn es da was zu retten gäbe? Die sehe ich auch nicht. Also der EU-Erweiterungskommissar hat ja, du hast gerade Mafia-Methoden angesprochen, Georgien, also dem georgischen Ministerpräsidenten gedroht und ihm gesagt, er soll lieber sein Gesetz über ausländische NGOs da überdenken und er soll an das denken, was Fico passiert ist. Fico ist der Regierungschef der Slowakei, auf den von einem ukrainischen Nationalisten Attentat verübt wurde. Also das sind tatsächlich Mafia-Methoden, den EU hochoffiziell anwendet. Der Mann hat das übrigens auch nicht dementiert. Der hat gesagt, ja, ich habe das gesagt, aber ich habe das ja nicht böse gemeint. Also Ja, genau. diese Bereitschaft, die sehe ich bei diesen Autoritäten nicht. Aber ich würde grundsätzlich sagen, dass alles, was du hast gerade EU-Recht angesprochen, das ist ja auch sowas. Also die EU befindet sich ja in einem Zustand der dauernden Verfassungskrise. Der EuGH hat sich selbst ermächtigt und selbst gesagt, dass er über den nationalen Verfassungen steht. Einige nationale Gerichte
Vor allem das polnische Verfassungsgericht, die haben gesagt, nee, ihr steht nicht über den nationalen Verfassungen. Wir haben also eine Verfassungskrise, wo man, wo wir Unsers, Entschuldigung, eigentlich. unsers ja eigentlich auch, ne? Unser Bundesverfassungsgericht ja eigentlich auch. Ja, aber das Eigentlich. zieht dann immer so halb zurück und also diesen expliziten Beschluss, es ist egal, was der EuGH sagt, wir haben das letzte Wort, den gibt es, soweit ich weiß, vom Bundesverfassungsgericht nicht. Nee, stimmt. Aber, Aber. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich wollte nur einwerfen, dass du, wie recht du hast. Nee, aber das ist ja das Problem mit EU-Recht. Das sind ja eigentlich nur Verträge zwischen den Mitgliedstaaten. Also es ist ja kein bindendes Recht, was von irgendwem durchgesetzt werden würde, sondern es gibt nicht mal einen Konsens darüber, ob der EuGH überhaupt das höchste Gericht in der EU ist. Das heißt, das ist jetzt geltendes EU-Recht, ist da auch immer ein bisschen problematische Diskussion. Also die EU-Staaten, die könnten morgen früh alle EU-Verträge neu schreiben und es gäbe keine Institution, die das irgendwie verhindern könnte. Es gibt nicht irgendwelche Grundgesetzartikel, die unveränderbar sind oder so. Also die EU-Staaten könnten jetzt überspitzt gesagt morgen früh beschließen, so, wir lösen die EU auf, das war's jetzt. Sie könnten auch beschließen, wir rufen jetzt ein europäisches Gottkaisertum auf. Also jetzt ganz überspitzt gesagt. Das sind Verträge zwischen Nationalstaaten und ja, deswegen ist das verstößt jetzt gegen EU-Recht. Das ist nicht so stark wie beim deutschen Grundgesetz, das ja eindeutig, also zumindest vom Bundesverfassungsgericht geschützt werden sollte. Wie gut das dann in der Praxis funktioniert, ist dann nochmal eine andere Frage. Also es ist ein Vertragsbruch allenfalls, genau. Ja, und deswegen sehe ich halt auch Reforminitiativen, die müssten auf jeden Fall von den Nationalstaaten ausgehen. Und solange da die politischen Eliten an der Macht sind, die wir gerade dort sehen, solange wird sich auch in der EU nichts ändern. Aber wenn wir auf nationalstaatlicher Ebene, müssen ja nicht mal alle Nationalstaaten sein, in den wichtigsten Nationalstaaten, die den ganzen Laden auch bezahlen. Also Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien vielleicht noch, aber obwohl Italien und Spanien auch schon irrelevanter sind. Wichtig sind Deutschland und Frankreich. Wenn da also zumindest der Wille zu einer Reform der EU da wäre, dann könnte man die europäischen Verträge auch reformieren und da gibt es auch keine Institution, die einen da groß aufhalten Absolut. könnte. Aber was passiert gerade? Wir erleben ja gerade, wie Marine Le Pen, das ist ja mit die hoffnungsvollste Kandidatin, also je nachdem, wo man steht, ob man es nur gut findet oder nicht, aber sie hat gute Aussichten, Präsidentin zu werden. Sie steht bei 30% nach Umfragen, also Präsidentin von Frankreich. Sie jagt Macron gerade ganz aktuell. Und was erleben wir auf EU-Ebene? Wir erleben, wie Frau Le Pen plötzlich Best Buddies wird mit Ursula von der Leyen und Meloni im Paket. Also noch enger sind ja Meloni und von der Leyen. Also wir nennen uns die Meloni, die angebliche Postfaschistin aus Italien. Als sie an die Macht kam, schrien die EU-Funktionäre: Faschistin, Faschistin, mit der kann man nicht arbeiten. Jetzt sind die Best Buddies. Und Ursula Faeser von der Leyen sagt ja ganz klar, sie sieht da also große Chancen auf Zusammenarbeit. Sie hat eine, wie sie das genannt hat, Unabänderlichkeiten ausgerufen, die Unterstützung der Ukraine und solche Dinge, ja. Und Le Pen hat da schon klar angesagt, jawohl, da machen wir mit. Also mal so im Nebenbei in quasi die Kriegserklärung gegen Russland mitgetragen. Und sie hat gleichzeitig von der AfD gefordert, sie dürfe also in Sachen Migration, Remigration, sich da nicht mehr auf die Fahne schreiben. Und hat die AfD auf auf Le Pens Betreiben, wurde sie eben auch aus dieser Fraktion geschmissen. Nun mag man das ja toll finden, wenn man vielleicht sehr weit links oder weiter links steht, sagt, gut so, die AfD geschwächt, kann man so finden. Aber auf jeden Fall bleibt festzustellen, Le Pen, diese Kandidatin, die angeblich mal angetreten ist, die EU zu reformieren, ganz anders zu machen, ist auf Koalitionskuschelkurs mit der aktuell ranghöchsten Verbrecherin dieser EU. Ich sehe da also keinerlei Ansatz in den Nationalstaaten, realistisch, dass da wirklich mal Reform reingezwungen wird. Also wenn du sagst, die bestehenden Institutionen müssen über die Nationalstaaten reformiert werden, setzt das ja voraus, dass dann irgendjemand anders aufs politische Tableau kommt, vielleicht Sahra Wagenknecht, die ganz groß aufräumt und dann über den deutschen Hebel sagt, jetzt brauchen wir eine ganz neue EU. Aber das halte ich mit Verlaub für Wunschdenken. Frankreich ist da noch sehr viel hoffnungsvoller als Deutschland. Wir sehen ja in Frankreich, dass dieses Mittellager unter Emmanuel Macron sich jetzt komplett diskreditiert hat und dort wird die nächste Wahl 2027 wahrscheinlich eine Richtungswahl werden. Dann wird irgendein Linksbündnis, also bisher ist da ja Mélenchon der Spitzenkandidat oder Marine Le Pen, die Präsidentin werden und dann wird da schon eine andere Politik gemacht werden. Die Frage ist dann, ja, wie sollte das in Deutschland möglich sein? Und da Ja. sehe ich das Siehst du Problem da, eher darf ich auf fragen, deutscher siehst Seite. du da Hoffnung, Konstantin? Glaubst du, wenn jetzt einer von den beiden, egal ob links oder rechts, ja, angenommen, einer von den beiden kriegt wirklich eine klare Mehrheit, hast du dann die Aussicht oder glaubst du irgendwas einen Ansatz, dass einer von den beiden wirklich fundamentale Änderungen in dieser EU bringt?
Ja, weil diese EU auch ökonomisch nicht in französischem Interesse ist. Also Frankreich hat andauernd durchgängig ein Leistungsbilanzdefizit. Die Schulden gegenüber dem Ausland wachsen immer weiter. Das ist eine absolute Katastrophe für die französische Wirtschaft. Dann kriegt Frankreich von der EU noch irgendwelche Sparprogramme aufgezwungen, die dazu führen, dass Frankreich die Ausgaben senken muss und entsprechend die Wirtschaft dann noch weiter geschwächt wird. Also das Wachstum in der Eurozone, das ist systematisch unter dem anderer großer Wirtschaftsräume geblieben. Also über diese strukturellen Schwächen müssen wir gleich auch noch reden, über diese Ungleichgewichte, die da entstanden sind. Und alleine deswegen hat Frankreich aus ökonomischen Gründen ein Interesse an einer grundlegenden Reform der EU. Und Okay, geschenkt, ja, stimme ich zu. Deutschland ja eigentlich auch, oder? Das Problem ist aber, dass diese Regime, die wir da jetzt sehen, keinerlei Interesse haben, das Interesse der Länder zu vertreten. Und die da vielleicht kommen, da ist dann die Frage, haben die das Interesse? Jetzt kannst du sagen, okay, hoffnungsvoller Kandidat A, dem glaube ich das, dass er das machen möchte. Ich kann dir das Gegenteil nicht beweisen. Ich kann dir nur sagen, ich sehe keinen etablierten Politiker, dem ich das zutraue, dass er das will. Ich sehe im Gegenteil, und das ist ja das Eindrückliche für mich an dieser Kungelei zwischen Meloni, Le Pen und von der Leyen, ja. Den wurde ja, also Meloni und Le Pen, den haben ja gerade das rechte Lager Riesenreformpotenzial zugesprochen, sagen, jetzt wird es endlich mal anders. Na, und was passiert? Wir erleben, dass im Prinzip genau die gleiche Anpassungsmechanismen da laufen. Wer weiß, was denn im Hintergrund schon wieder versprochen wurde? Wer weiß, wie die da geschachert haben? Also das Problem ist, dass diese zu wählenden Regierungen kaum im eigentlichen Interesse der Länder handeln. Und wenn man auf die üppigen, sehr, sehr üppigen Diäten und Sonderrechte guckt, die sie da haben, dann weiß ich auch warum. Es ist einfach ganz klare Korruption. Also gebe ich wieder die Frage zurück, wo glaubst du, kann diese Korruption durchbrochen werden? Siehst du da Organisationen, wo du Hoffnung hast? ich habe Hoffnung, wenn es in Deutschland einen politischen Umschwung gibt. Dafür braucht man einen politischen Umschwung in Deutschland. Das war mein Argument. Frankreich macht mir weniger Sorgen, Deutschland macht mir die größten Sorgen. Und wenn wir also dass wir mit der aktuellen Regierungsführung nicht einverstanden sind, in wirklich allen Bereichen, Wirtschaftspolitik, Rechtsstaatlichkeit, Außenpolitik, also da sind wir uns ja größtenteils einig. Und wir setzen uns ja mehr oder weniger dafür ein, dass in Deutschland endlich eine Regierung an die Macht kommt, die endlich wieder unsere nationalen Interessen vertritt. Die Frage ist jetzt, wenn wir uns eh dafür einsetzen. Und wie gesagt, meine Analyse ist, dass Deutschland einer Reform der EU am meisten aktuell im Weg steht. Also, dass Deutsch beziehungsweise auch auf absehbare Zeit im Weg stehen wird. Dass, wenn es in Deutschland zu einer starken politischen Veränderung kommt, dass wir dann auch die EU reformieren könnten. Also, dass ein Umschwung in Deutschland quasi gleichbedeutend ist mit einem Umschwung in der gesamten EU. Wieso sollte man dann aus einer EU, wo die Reformchancen dann relativ gut wären, wieso sollte man da austreten und dann sehr viele negative Folgewirkungen auslösen? Also das sind Dinge, über die wir auch gleich noch reden müssen. Können wir. Aber du hast es ja schon selbst im Prinzip beantwortet, noch ein paar Mal. Hast gesagt, in einer EU, in der die Reformchancen gut sind. Ich bestreite, dass die gut sind. Und daraus leite ich ja auch ab, wir müssen austreten, denn der Dexit würde ja automatisch zum Zusammenbruch der EU führen. Ne? England ist raus, also Großbritannien ist raus, Deutschland wäre dann raus und das war's dann. Also Frankreich alleine führt ja keine Union weiter. Und dann hätten wir Tabula rasa, dann kann man mit Ulrike Göhrau kommen. Die sagt ja immer ganz klar, wir brauchen die Europäische Republik, es muss da einen kompletten Neuanfang geben. Sehe ich kritisch, aber dann hätten wir Tabula rasa. Und ich finde, man muss ja diese beiden Dinge trennen. Ich bin nach wie vor sehr davon überzeugt, dass Europa, insbesondere Westeuropa und auch die mitteleuropäischen Länder, sehr wohl ein recht homogener Kulturraum sind, der jedes Interesse der Welt daran haben muss, sehr gut nachbarschaftlich zusammenzuarbeiten. Und das ist wunderbar, wenn wir keine Grenzkontrollen brauchen, wenn wir da vielleicht auch eine einheitliche Währung haben. Persönlich finde ich das super. Wie du schon sagtest, es muss eben auf der Basis ausreichenden Interessenschutzes aller Mitglieder passieren, dass da nicht eine für den anderen über den Tisch gezogen wird. Diese Mitgliederebene ist der Nationalstaat. Da kann man jetzt wieder fundamentale, ideologische oder andere Argumente gegen haben, sagen, ich bin gegen den Nationalstaat. Ich persönlich bin sehr für den Nationalstaat. Ich bin angelsächsisch geprägt. Sehe den Nationalstaat mit den Briten als das Instrument zur Verwirklichung von Demokratie und Souveränität und nicht irgendwie als eine primär nationalvölkische Frage, wo man irgendwelche Identitäten mit bestätigt. Ich habe da nichts gegen, wenn einer großer Patriot ist, aber für mich ist das ein Autonomiekonstrukt, wo wir sagen können, hier gilt immer das Recht, was wir hier als Gruppe beschlossen haben, das vertreten wir. Wenn dieser Republikidee oder diese Zusammenführungsidee den Schlag kriegt einer Auflösung der Nationalstaatsgrenzen, dann ist das nicht meins, muss ich zugeben. Weil, warum? Weil wir dann wie bei der jetzigen EU erleben, wie Autoritätszentren, Machtzentren ganz weit wegkommen von dem, der sie betrifft, irgendwo in die Walachei und wir eine Art zaristisches Zentralreich haben. Das kann nur in die Hose gehen, das war nie gut und da bin ich dagegen.
Also bin ich für starke Regionalität. Die Schweiz macht es als Konföderation aus meiner Sicht grundsätzlich ganz gut. Ja, und das könnte man besprechen, ganz grundsätzlich. Aber nochmal, ich meine eben, wir sind ganz weit davon entfernt. Ich sehe überhaupt keine Bereitschaft, auch der anderen Länder da mitzumachen. Du hast Frankreich genannt. Die haben ein Riesenproblem mit einem Defizit. Die EU ist da ein Riesenumverteilungsmotor und ganz andere Länder, vor allem Italien beispielsweise und andere Mittelmeerländer, bestreiten ja ganze Teile ihres Haushaltes im Wesentlichen nur noch aus EU-Zuweisungen. Ich kann das für den Bereich der Forschung sagen. Da gibt es das Horizon 2020 oder Horizon 2020-Programm. Wenn man das mal googelt, stellt man fest, ein riesen sogenanntes Forschungsförderungsprogramm der EU. Eigentlich der große Fördertopf für wissenschaftliche Forschung, die Wissenschaft-Trademark. Und da, wenn du da versuchst, als Wissenschaftler, habe ich vor einiger Zeit mal getan, lange vor Corona, Geld rauszukriegen für ein Projekt, sagen die dir ganz offen, naja, wissen Sie, die Südstaaten bestreiten daraus ihren gesamten Bildungs- und Forschungsetat. Das wissen wir, hier ist ein offenes Geheimnis, so soll das eigentlich nicht sein. Aber deswegen haben wir gerade aus Deutschland kaum eine Chance, da was zu kriegen. Will sagen, die Geldinteressen so vieler Leute und die korrupten Seilschaften sind so stark. Ich bezweifle, dass du die dazu kriegst, dass sie Reformbereitschaft haben. Das hat tatsächlich gar nicht mal so viel mit Korruption zu tun, was du da beschreibst. Das ist eine Folge der Ungleichgewichte in der Eurozone, die von Anfang an systemisch angelegt waren. In der Eurozone, da hat man Staaten mit völlig unterschiedlichen Lohnpolitiken, mit völlig unterschiedlichen Wirtschaftspolitiken zusammengelegt, hat gesagt, ihr habt jetzt alle eine Währung und der Wechselkursmechanismus, der ja vorher sehr guten Ausgleich immer zwischen unterschiedlichen Inflationsraten gewährleistet hatte, den schalten wir jetzt aus. Was Da ist spricht der passiert? Volkswirt, Ja, was ist passiert in Ländern wie Deutschland oder, naja, ich bin noch Student, also. ja. So Gut, weit bin ich Volkswirt da ist jetzt kein auch nicht. geschützter Begriff, ich habe nicht gesagt Diplom. Na, aber was ist dann passiert in Ländern wie Deutschland oder in den Niederlanden? Sind die Löhne sehr schwach gestiegen, beziehungsweise in Deutschland nach Agenda 2010 10 Jahre lang überhaupt nicht gestiegen? In Italien sind die Löhne relativ stark gestiegen. In Frankreich sind die Löhne, beziehungsweise die Lohnstückkosten sind jedes Jahr um rund 2% gestiegen. Also in Frankreich sind die Lohnstückkosten genauso stark gestiegen, wie es mit einer Inflationsrate von 2%, Inflationsziel ist ja 2%, zu vereinbaren gewesen wäre. Nun hat aber ein Land wie Frankreich durchgehend Defizite. Warum? Weil, wie gesagt, Deutschland dieses extreme Lohndumping betrieben hat. Deutschland, Niederlande, noch ein paar andere. Aber Hauptproblem ist Deutschland, weil das eben so eine extrem große Volkswirtschaft ist. Das heißt, in Frankreich, da ist der Auslandssektor jetzt plötzlich Nettosparer. Das heißt, der Auslandssektor kein Geld in die Wirtschaft, sondern er zieht Geld aus der Wirtschaft. In Deutschland ist der Auslandssektor durch den Leistungsbilanzüberschuss Nettoschuldner. Das heißt, wir haben in solchen Ländern wie Frankreich oder Italien, da haben wir Defizite und diese Defizite, die muss irgendwer ausgleichen. Die Unternehmen, die sind in den meisten Industrieländern auch Sparer, die Haushalte, die sparen sowieso, das war zu allen Zeiten in allen Gesellschaften so. Das heißt, jetzt gibt es nur noch einen Sektor, der diese Schulden machen kann und das ist der Staat. Und genau das sehen wir in diesen südeuropäischen Ländern. Also die Staatsschulden steigen immer weiter, weil es keine andere Alternative gibt. Es geht in diesem Konstrukt Eurozone gar nicht anders, als dass die Staatsschulden weiter steigen. Und es werden über Umwege irgendwelche Transfermechanismen eingeführt, also man will ja offiziell nicht, dass die Staatsschulden steigen, aber es geht gar nicht anders. Das heißt, diese Transfermechanismen, die sind eine logische Folge der Eurozone. Also alleine diese Festlegung für eine gemeinsame Währung ein, wir sprechen uns nicht in der Lohnpolitik ab, wir begrenzen die Schulden der Länder, die führen automatisch dazu, dass wir einen Weg in die Transferunion gehen. Das war von Das Anfang an war klar. ja eine der Kernkritiken der AfD, der ganz ursprünglichen AfD, mal unter Lucke, der auch Volkswirt ist. Ja. Das Problem dieser, sagen wir, Fehlgeburt Euro für einfache Nicht-Volkswirte kann man ja zusammenfassen, korrigiere mich bitte, wenn wir eine gemeinsame Kasse haben. Ja, also wir haben eine gemeinsame Kasse, aber keine gemeinsame Ausgabenpolitik, dann kann der eine eben die Schulden machen, der andere sitzt dann auch, steht dann da auf dem Trocknen und hängt dann eben sozusagen mit dran. Also wir haben ja, das war ja gewollt so, dass diese Autonomie erhalten bleibt und wir uns auf der Ebene zusammenkoppeln. Deswegen absolut logisch zu sagen, entweder wieder Einzelwährung für alle oder Trente, wer Ente sagt und umgekehrt, eine gemeinsame, richtig zentrale Währungspolitik. Die Frage ist dann nur, also das bleibt am Ende eine Wollensfrage. Die Frage ist doch nur, wenn wir uns jetzt den Status quo anschauen, sind wir uns einig, Frage an dich, dass diese herrschende EU, die wir gerade haben, alle demokratischen Prinzipien gebrochen und vergewaltigt hat und im Prinzip den europäischen Gedanken missbraucht? Siehst du das anders oder stimmst du zu? Ja, da stimme ich zu. Und das ist auch schon systemisch so angelegt. Also diese gesamte europäische Einigung, die ist ja in den 90er, also dieser neueste Schritt der europäischen Einigung, den wir gerade sehen mit dem Euro und okay, 90er, 2000er Jahre ist das entstanden, wo man sehr stark dieses technokratische Denken hatte, wo man sagte, okay, wir sind eher am Ende der Geschichte angekommen, alle wollen eher in die gleiche Richtung. Da können wir jetzt quasi die EU total technokratisch gestalten, da braucht man gar nicht viele Kontrollmechanismen. Wir geben halt dem Parlament so ein paar symbolische Rechte und
Ja, das ist auch noch irgendwie da, aber der Rest, der ist relativ undemokratisch. Der wird erstmal von den Regierungschefs hinter verschlossenen Türen beschlossen und dann schaffen wir noch für die Tagespolitik so eine de facto Regierung, nämlich die EU-Kommission. Und das führt zu den Zuständen, die wir gerade sehen. Also das ist eine Folge dieser europäischen Einigung, wie man sie dann seit den 90ern vorangetrieben hat. Du, und Staaten bleiben ein Wollenskonstrukt, ja. Ehen und Staaten braucht die Welt überhaupt gar nicht. Ja, wenn sich da mehrere Leute entscheiden, wir machen das zusammen, muss das gewollt sein. Ein Staat, der von seinen Bürgern nicht gewollt ist, der ist tot. Siehe Bundesrepublik. Ja, da leben wir es gerade in quälender Langsamkeit. Und wir brauchen doch für eine europäische Integration, nochmal, ich bin begeistert von der, ja, mögen die Rechten hören das immer nicht gerne und sagen, nein, weg damit und so. Ich bin begeistert davon, wenn wir es wirklich mal schaffen sollten, uns als eine Region in der Welt, die eine Menge Gemeinsamkeit, vor allem gemeinsame Interessen hat, gemeinsame Sicherheitsinteressen hat, ja, sagen, wir lassen uns weder von den Amis besetzen noch gegen die Russen aufhetzen oder umgekehrt, sondern wir stehen als Europa da selber ein, fände ich super. Ich sage nur, ich sehe das nicht und ich spreche all diesen Akteuren in der EU momentan grundlegend das Interesse ab. Ausnahmen bestätigen die Regel. Martin Sonneborn, glaube ich nicht, ist, dass er Teil dieses Korruptionssystems ist. Der lebt gerade davon, das eben aufzudecken, macht das ja auf eine schmerzhafte Art und Weise gut, ja, dass man wieder reinguckt. Auch Christine Andersen von der AfD macht das immer wieder ganz gut. Aber schon da fängt es für mich an, dass ich sage, die jetzigen Parteien, die ja immer mehr sich da anpassen. Auch von der AfD habe ich am Anfang gehört, nein, rigoroses Ändern raus muss. Jetzt ist das schon viel sanfter. Ne? Da sagt Frau Weidel, nein, nein, wir müssen zuallererst reformieren. Nur wenn das nicht geht, dann vielleicht ein Dexit. Also, tut mir leid, das überzeugt mich auch schon wieder nicht. Ja? Sondern ganz oben müssten ja die sachlichen Forderungen stehen. Und ganz oben muss stehen, ein Parlament musste demokratisch legitimiert sein. Ganz oben muss stehen, unser nationales Recht sagt, das hat das Bundesverfassungsgericht ja festgestellt, hat gesagt, vor mehr Übertragung von nationaler Souveränität auf die EU-Ebene braucht es eine Volksabstimmung. Die hat es nie gegeben. Die hat es einfach nie gegeben. Die brechen konsequent das letzte Recht, was wir hier haben. Und mittlerweile ist diese Vertrauenskrise, die wir auf europäischer Ebene haben, zumindest nach meiner Wahrnehmung ja auch in Deutschland schon der Fall. Kaum einer vertraut noch diesem herrschenden Staat in Deutschland. Ja, das sagen die Umfragen ganz klar, egal aus welchem Lager, nicht nur hier der Widerstand oder böse Nazis wie ich, sondern sogar die Gemäßigten. Und wie sollen wir denn aus so einer Vertrauenskrise heraus dann etwas ganz Neues da aufziehen, also auch noch als Reformprojekt? Ich plädiere ganz klar dafür zu sagen, Dexit, ja, mit der Ansage oder auch mit gleichzeitig verbunden natürlich mit dem vernünftigen Abwägen, welche dieser Regelungen, die wir auf EU-Ebene haben, wollen wir aber vielleicht vorläufig oder dauerhaft mit übernehmen. Denn Dexit heißt ja nicht, dass wir das ganze Recht jetzt hinten anschmeißen. Das ist ja selber schon gesagt. Wir haben da Vertragsrechte. Wir können also sehr wohl das Schengen-Abkommen weiterbehalten, das ist eh unabhängig. Wir können uns sehr wohl, ja, mit unseren Nachbarn sollten wir auch darüber verständigen, wie wir das vielleicht überführen in einen neuen Zustand. Es geht mir bei der Dexit-Erforderung darum, dieses Monstrum in Brüssel abzuschaffen und zu sagen, nein, nicht einer von diesen Funktionsträgern darf da im Amt bleiben oder darf mit seinen Seilschaften nur weiter an einer einflussreichen Stelle bleiben. Denn wenn wir das nicht restlos austrocknen, dann implantieren wir uns den Krebs gleich wieder in das neue Produkt. Ja, Ja, und oder in die Pille. die Frage ist, was passiert danach? Also, wenn wir jetzt sagen wir, neue Regierung in Deutschland kommt aus die Macht, tritt aus der EU aus, schafft den Euro ab. Was passiert dann? Also, dann Deutschland hat gerade Leistungsbilanzüberschüsse in Höhe von 6 bis 8% des Bruttoinlandsprodukts, also von über 200 Milliarden Euro. Die D-Mark würde sofort stark aufwerten. Das sagen ja auch Parteien, die aus dem Euro austreten wollen, wie die AfD. Die D-Mark würde aufwerten, aber kein Problem, macht euch keine Sorgen. Ja, dann würden der deutschen Wirtschaft von heute auf morgen 200 Milliarden Euro fehlen. Wo soll die herkommen? Wo soll diese zusätzliche Nachfrage, die der deutschen Exportindustrie fehlt, wovon riesige Industriestrukturen abhängig sind, wo soll die plötzlich herkommen? Ja, sage ich dir ganz ehrlich, das weiß ich nicht und ich kann auch nicht beurteilen, ob diese Zahlen so plausibel sind. Aber ich setze eins davor an. Es steht nirgendwo geschrieben, dass wir im Falle eines Dexits diesen harten Schnitt so machen müssen. Warum denn? Worum geht es beim Dexit? Was meine ich, wenn ich Dexit fordere? Dann meine ich Abschaffung dieses Rechtes des EU-Parlaments oder vor allem der Kommission, Vorgaben zu machen an Deutschland. Abschaffung dieses quasi Eingriffsrechts europäischer Kommissare auf deutscher Ebene. Damit meine ich nicht, dass von heute auf morgen der Euro abgeschafft werden muss. Wie schon gesagt, es ist ein Bündel an Verträgen mit Staaten. Wenn Deutschland austritt aus der EU, was hindert uns daran, dass wir völkerrechtlich verbindende, verbindliche Verträge auch mit der EU machen, auch uns festlegen, was unsere Währungspolitik angeht? Es wäre sogar sehr sinnvoll, nicht nur aus dieser Geldsicht, dass wir einen solchen Austritt verbinden mit einer Regelung des danach kommenden. Da gebe ich dir völlig recht.
Es geht ja nicht darum, diese Tür zuzuknallen und zu sagen, wir haben jetzt mit euch allen nichts mehr zu tun. Im Gegenteil. Ich glaube, wir müssen dringend mal mindestens eine Schamoffensive starten, gerade Richtung Osten zu unseren östlichen Nachbarn, denen erklären, Deutschland hört jetzt endlich auf damit, der Welt zu erklären, wie sie funktionieren soll. Deswegen, diese Fragen gehören definitiv in die Hände von Spezialisten. Und von Leuten, die dafür zumindest mit einigermaßen Vorbildung abschätzen können, ob es sich wahrscheinlich so entwickelt oder nicht. Aber wenn wir davon ausgehen, dass wir nicht von heute auf morgen unsere eigene Währung einführen, allen anderen sagen, wir haben damit nichts mehr zu tun, sondern uns diesbezüglich festlegen und absprechen mit unseren Partnern, dann halte ich es für grundsätzlich möglich, dass wir diese Effekte vernünftig abfangen. Ja, ich habe nach der Eurozone gefragt, weil es ja in der Geschichte häufiger schon passiert ist, dass in Währungsunionen ähnliche Fehler gemacht wurden wie jetzt in der Eurozone. Beziehungsweise, dass es Wechselkursbindungen gab, die sich so nicht mehr halten ließen. Man denke ans Bretton Woods-System. Also beim Bretton Woods-System, das ist ein sehr gutes Beispiel. Was ist danach passiert? Man hat sich dann auf keine Nachfolgeregelung einigen können. Und die Wechselkurse zwischen allen Währungen sind wild hin und her geschwankt. Vor allem viele kleinere Länder wussten überhaupt nicht mehr, was sie tun sollten. In Europa haben dann viele ihre Währung an die D-Mark gebunden. Daraus ist dann der EQ entstanden. Und dann hat man sich gesagt, okay, wenn wir die Währung eh de facto an die D-Mark binden und die alle paar Jahre abwerten, können wir auch gleich eine gemeinsame Währung machen. Deswegen waren ja auch so viele Südeuropäer bereit, dann in den Euro zu gehen. Also das, ja, das ist ja eine Folge aus, also der Euro ist ja mehr oder weniger eine Spätfolge dieses Scheitern des Bretton Woods-Systems, dass man da eben keine Nachfolgeregelung gefunden hat. Und wenn du jetzt sagst, wir machen einen Dexit, du hast jetzt gesagt, man muss ja nicht sofort aus dem Euro austreten, aber das Ding ist, die EZB, die kann uns jederzeit von der Versorgung mit Euros abschneiden. Also Aber wir können jederzeit die EU abschneiden von Mitgliedsbeiträgen, wenn wir austreten. Also es geht doch nicht darum, ob wir gegeneinander Zwangsmittel anwenden wollen. Das ist doch genau das Problem, was wir momentan haben. Wir haben einen gigantischen Vertrauensverlust und wir haben ein riesiges Demokratiedefizit. Ich bin einerseits komplett bei dir. Ich glaube, dass sich ganz viele der großen ideologischen Ideen letztlich nur am Geld festmachen. Und dass es zuerst kommt das Fressen und dann die Moral oder auch die politische Ideologie und all der ganze Rest. Deswegen, da gebe ich dir völlig recht. Und es kann ja nicht das Ziel sein, dass Deutschland zu Lasten all der europäischen Nachbarn sich da nun rauszieht. Man, zu Lasten insofern, dass das, uns nützt es dann ja auch nicht, wenn wir mit einer überschwänglich starken Währung da sind. Also wir haben doch ein ureigenes Interesse, uns zu einigen mit unseren Nachbarn. Nur wir müssen doch, damit auch der Reformdruck aufgebaut wird und damit sich entsprechende Veränderungen ergeben, eine harte Konsequenz setzen für den Fall, dass das scheitert. Also beispielsweise zu sagen, wir treten mit Wirkung zum so und so vielten aus der EU. Fertig. Und wir bieten gleichzeitig an, über diese Kapitel, die dringend zu regeln sind, insbesondere Euro, in Verhandlungen einzutreten, um eine möglichst kompromissbasierte Lösung für alle zu finden. Das erzeugt entsprechenden Druck und natürlich auch entsprechende Unruhe und sehr wohl das Risiko, dass wir scheitern. Sehe ich, gestehe ich dir zu. Aber was passiert denn, wenn nichts dergleichen geschieht? Was wir in den letzten Jahren erlebt haben, ist, ich meine das gar nicht primär geldwirtschaftlich, denn ich bin kein Kapitalist, der irgendwelche Reserven hätte oder Riesenfirmen betreibt. Insofern bin ich ein kleiner Fisch, der da nicht groß drunter leidet, wenn es scheitert. Aber was passiert denn, wenn es so weitergeht? Wir erleben eine konsequente Ausweitung dieser autoritären Euro-Gesetzgebung, dieser Eurozonengesetzgebung oder der Kommissionsrichtlinien-Missbrauchsgesetzgebung, kann man sagen, und eine Kriegstreiberei, die uns jetzt wirklich bis heute an den Rand eines Krieges mit Russland gebracht hat. Da ist die EU der zentrale Hebel, über den, und da stimme ich dir zu, Deutschland ist da ein Riesenproblem und ein Motor sogar. Ich glaube aber, Deutschland als Hebel der USA vor allem, denn Deutschland ist sozusagen der Einfallstor für die USA auf die Eurozone. Das klappt sehr viel weniger in Frankreich, aus historischen Gründen, aus Nationalstolzgründen. Und ich halte insofern jeden Schaden, muss ich so hart sagen, jeden Schaden der wirtschaftlichen Art, der daraus entsteht, dass keine vernünftige Nachfolgeregelung gefunden wird, für geringer als der Schaden, der entsteht, wenn wir so weitermachen wie bisher. Ja, ich habe, wie gesagt, nach dem Euro gefragt. Das andere wäre der europäische Binnenmarkt. Also du kannst jede Institution auf europäischer Ebene, sei es EU-Kommission, sei es Europäischen Rat, sei es EU-Parlament, wie gesagt, wie viele Kompetenzen jetzt haben sollten oder nicht, will ich jetzt gar nicht im Detail diskutieren. Die könntest du ersatzlos abschaffen, ohne dass das irgendwelche Folgen im Leben der Menschen hätte. Aber du kannst nicht also die Währung ändern und damit alle Wechselkurse, also plötzlich neue Wechselkurse schaffen, wo eben keine waren, dadurch alle Importpreise, also alle Importgüter völlig anders bepreisen, als sie es eben waren. Also über Nacht plötzlich, das wäre eine ziemlich radikale Aufwertung, die es dann gäbe. Oder du kannst auch keinen Binnenmarkt einfach so auflösen. Das sind die radikalen Schnitte, die wirklich schlimme wirtschaftliche Folgen hätten.
Deswegen sage ich ja Austritt aus der EU. Ich habe ja nicht gesagt, Abschaffung des Euro ganz oben auf die Liste. Ja, aus meiner Sicht ist nicht die Abschaffung des Euro immanent sofort verknüpft mit dem Austritt aus der EU. Das Entscheidende ist, dass wir uns von dieser EU loslösen. Die Währungspolitik, die dahinter kommt, da werde ich mich tunlichst zurückhalten, was die Details angeht, denn da merkt man jetzt schon, da bist du sehr gut informiert und ich sicherlich nicht. Aber wichtig, dass du es rausarbeitest. Ja, Brüssel und diese EU-Bürokratie ist nicht gleichbedeutend mit dem gemeinsamen Währungsraum. Stimme ich absolut zu und sehe auch keinen Grund für ein fluchtartiges Verlassen dieser Zone. Das Gleiche gilt wahrscheinlich auch für Binnenmarkt. Ich meine, es gibt ja Länder, die nicht Mitglied in der EU, aber Mitglied im Binnenmarkt sind, nämlich die Schweiz und Norwegen. Also die halten sich an EU-Regeln, aber dürfen da selber nicht mitbestimmen, wie diese Regeln gestaltet werden. Ob das jetzt für so ein großes Land wie Deutschland ganz praktikabel wäre, das sehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Also Klar, aber wenn Deutschland da raus ist, dürfte sich auch die Binnenmarktsituation der EU, da dürfte die EU doch verhandlungsbereiter sein. Gerade als Schweiz hast du als Beispiel genannt. In der Schweiz ist es so, die kriegen regelmäßig die Friss- oder Stirbliste. Und wenn die Schweiz nicht bereit ist, das dann genauso zu akzeptieren, ist ja auch das stärkste Argument der Pro-EU-Leute innerhalb der Schweiz. Wenn die Schweiz nicht das alles so unterschreibt, wie es die EU diktiert, dann ist sie halt nicht dabei. Sagt die EU, Pech gehabt, Schweiz, dann bist du draußen. Ja? Warum geht das? Weil die Schweiz eine vergleichsweise kleine Volkswirtschaft ist und weil da eben mit 9 Millionen Menschen nicht genug sitzen, um bei der EU Druck zu machen. Deswegen ist ja auch der Grund, warum die Schweizer immer wieder, obwohl da ja dafür geworben wird, dass sie in die EU geht, immer wieder sagen, nee, wir haben kein Interesse, in die EU zu gehen. Lieber haben wir diese ungünstige Regelung. Ist doch so nicht auf Deutschland übertragbar, oder? Stimmst du mir zu? Da sind es ja knapp 90 Millionen Leute, das Zehnfache an Volkswirtschaft. Das ist die größte in der EU. Wenn die plötzlich raus ist, da hat die EU ureigenstes Interesse, dass wir uns da auf Augenhöhe treffen. Vor allem, ich glaube nicht mal, dass es dazu kommt. Denken wir das durch. Deutschland tritt aus. Dann ist nach Großbritannien Deutschland raus. Bevor darüber diskutiert wird, ob die Rest-EU harte Bandagen gegen Deutschland anziehen würde, sind doch massenweise andere Länder auch raus. Da ist die Party doch vorbei. Also da wird doch, oder wie stellst du es dir vor? Da wird doch dann keine Rest-EU unter französischer Führung sitzen und sagen, ihr Deutschen akzeptiert jetzt unser Diktat. ja, das ist die Frage. Wenn die EU ohnehin so zerrissen wäre, dann dürfte sie sich ja auch viel leichter reformieren lassen, wenn man da noch 10 andere Staaten in der EU hätte, die bei Reform mitmachen würden. Jein. Ja, im Prinzip ja. Also, wer trägt diese EU? Aus meiner Sicht Frankreich und Deutschland. Ja, geldmäßig und auch was die Machtpositionen angeht. Dann sind noch ein paar Franzosen, ein paar Italiener und ein paar Spanier noch mit bei, die auch mal am Postengeschacher beifügen. Aber ansonsten sind das mehr oder minder dann, das ist der harte Kern. Ja. Und wenn Deutschland da raus ist, dann glaube ich, kommt eine Dynamik zugange oder in Gange. Eventuell führt der Dexit auch zu ernsthaften Reformverhandlungen und wir stellen dann fest, ja, dass wir nach dem Dexit in eine reformierte EU wieder eintreten. Es ist doch nicht ideologisch von mir gedacht. Es geht mir nicht darum, dass der Begriff Europäische Union weg muss und dass wir um Gottes Willen aus Prinzip dann nicht mehr mitmachen. Ich sehe es wirklich pragmatisch. Es geht darum, ein anderes europäisches Zusammenarbeiten zu machen. Und ich sage immer, für mich steht vor allem eine Nachkriegsregelung auf Augenhöhe mit USA und Russland da oben ganz vorne dran und ein eigenes Auftreten auf der Weltbühne. Und da kann dieser Dexit der erste Schritt zu sein. Du meinst jetzt ein gemeinsames Auftreten der europäischen Nationen, die auch dazu bereit wären, also die zu einer gemeinsamen europäischen Außenpolitik bereit wären, oder ein Absolut zwingend. Auftreten von Deutschland? Absolut zwingend. Also ich glaube, die Sicherheitsinteressen Deutschlands sind mehr oder minder die Sicherheitsinteressen Frankreichs und auch Belgiens und auch Polens. Ja, ich sehe aber die Sicherheitsinteressen Deutschlands nicht vor allem dadurch gefährdet, dass der böse Russe uns irgendwann angreift. Daran glaube ich nach wie vor nicht. Ich glaube aber sehr wohl, dass unsere Region der Welt, in der wir in Europa sitzen, massive Herausforderungen hat, was den Fernen Osten angeht und was auch das Zerriebenwerden zwischen den USA und China angeht. Denn da kämpfen ja zwei Weltmächte um die Vorherrschaft. Wir hocken als kleiner Spieler mittendrin. Und nichts nutzt im Prinzip den beiden Seiten mehr als ein fragmentiertes, schwaches Europa. Sehr wohl bin ich dafür, dass wir es schaffen, unsere Interessen gemeinsam zu vertreten, aber eben nicht per Zwang. Wir haben ja seit langer Zeit einen Außenbeauftragten der EU, der ist komplett bedeutungslos. Ja, niemand redet mit dem sogenannten Außenminister der EU, im Deutschen ja auch nicht, der ist zusätzlich auch noch blöde. Wenn wir dazu kämen, dass wir tatsächlich ein gemeinsames Auftreten da hätten, wäre das nur zu unseren Gunsten. Der ist nicht nur bedeutungslos, der ist machtlos. Der hat Das vor auch. kurzem gesagt, ich hatte gerade eben darauf reagiert, Antispiegel TV hatte darüber berichtet, sich über einen Atomkrieg Gedanken zu machen, das sei eine philosophische Frage und er bekomme nur Befehle und führe sie aus. Also der Europäische Rat macht die Außenpolitik, also die Regierungschefs aktuell. Das macht kein Außenbeauftragter. Das hat er tatsächlich auch noch so gesagt. Alle Achtung, immerhin, ja. Manchmal packt sie die Ehrlichkeit, ja, da ist man ganz erstaunt.
Ja, es gilt das alte Kissinger-Wort. Ich weiß, der Mann ist natürlich Gift, ihn zu zitieren. Wenn ich mit Europa sprechen will, wen rufe ich dann an? Genau das ist das Problem. Und das wissen ja auch China und das wissen die USA. Ich meine, warum? Die Ideologie muss weg und der Pragmatismus muss her. Wir haben gerade eine Situation, in der ein riesiger Wirtschaftsblock, BRICS-Staaten und allen voran China und Russland, ihre Auseinandersetzung willentlich oder nicht mit den USA haben und wir sind Schlachtfeld dafür. Die Frage ist nur, in welchem Maß. Wir sind es schon und ich hoffe, es wird nicht sehr viel schlimmer. Die realistische Chance, dass sich das ändert, hat Deutschland nur in Zusammenarbeit mit unseren Nachbarn. Ich sehe grundsätzlich eine wahnsinnige Einigungschance mit den Franzosen. Die sind klassischerweise überhaupt nicht hörig gegenüber anderen Nationen. Die haben einen sehr starken Nationalstolz und lassen sich nicht irgendwo einbinden, wenn sie das Gefühl haben, sie werden missbraucht. Ich sehe auch, anders als das die deutschen Systempolitiker offensichtlich tun, ein wahnsinniges Potenzial in Osteuropa. Das ist heterogen, da reicht es von Polen über Ungarn zu ganz verschiedenen. Aber auf jeden Fall aus meiner Sicht zu ganz, ganz pragmatischen Vertretern dieser Nationen, die ja ganz klar sagen, es geht um Interesse unserer Bürger hier. Insofern hat Europa immer noch ein unglaubliches Potenzial. Die Frage ist nur, wie heben wir es? Wie bringen wir das auf die Straße? Aus meiner Sicht mit dieser EU nicht, mit diesem Personal. Es muss von unten auf neu entstehen, weil die Menschen es wollen müssen. Es muss ja so sein, dass ein Großteil, der absolut überwiegende Teil, der Mitgliedsbürger sagt, das wollen wir so. Und da sind wir doch meilenweit von entfernt. Muss doch unsere Frage sein, wie kommen wir dahin, dass die Menschen das wollen? Wir dürfen es ihnen nicht dekretieren. Also du hast ja auch gesagt, ein Problem sei, dass das Subsidiaritätsprinzip verletzt würde und dass Brüssel sich in immer mehr Bereiche einmische, die es nichts angehen. Ist es Und nicht so? selbstverständlich ist das so. Ich habe dich nur gerade zitiert, deswegen Konjunktiv. Aber man kann auch EU-Recht doch einfach nicht umsetzen. Also da muss man ja nicht aus dem ganzen Laden austreten, sondern man kann einfach sagen, wenn da Verordnungen kommen, wir setzen die jetzt nicht um und wir fechten diese Verfassungskrise, die wir ja schwelend eh schon die ganze Zeit haben, die fechten wir jetzt mal offen aus. Wir legen das jetzt auf den Tisch. Das ging ja doch auch. Was passiert dann? Wir haben es in Polen gesehen, ne? Wie schnell, hast du ja mitgekriegt, garantiert. Da gab es jetzt über die Jahre, weil die böse Peace-Partei am Ruder war, also die Rechts-Rechts-Nazi-Partei angeblich, aus Sicht der Brüsseler Bürokratie, gab es ja ein Vertragsverletzungsverfahren. Da wurde ja Polen alles Mögliche angedroht, nicht? Vor allem erstmal Geld zurückhalten, am Ende irgendwelche anderen Verfahren, die noch schlimmer werden. Und wann hat sich das aufgelöst? Nachdem Donald Tusk wieder an die Macht kam, der sehr pro- oder EU-hörige Ex-EU-Kommissar, der jetzt wieder in Polen regiert, bums, hat sich dieses Vertragsverletzungsverfahren erledigt. Also will sagen, wenn wir das EU-Recht einfach nur nicht umsetzen, dann wird höchstwahrscheinlich aus meiner Erwartung die EU da harte Bandagen aufziehen und das wird der EU-Apparat versuchen, beispielsweise gegen eine AfD-Bundesregierung, ja, jetzt mal gesponnen, die ich nicht sehe, ja, wird dann Ähnliches versuchen zu starten. Weiß ich nicht, wie viel das bringt. Also besser ist es doch, wenn man die Entschlossenheit klar zeigt und einen klaren Schnitt macht. Nochmal, ich denke es immer von der Zustimmung der Menschen her. Ich bin und bleibe nun mal ein Antiautoritärer. Ich bin nicht der Meinung, dass das Recht irgendeiner Staatskonstruktion ist, gegen den Willen der Bürger irgendeine Sache durchzuziehen. Und wenn die Bürger klar sagen, wir wollen diese EU so nicht, diese Art, dann müssen wir, wenn wir Politik betreiben, einen Vorschlag machen, den die wollen. Und das ist insofern bin ich da ultra pragmatisch. Also, wenn du deinen Vorschlag formulierst und der findet eine Mehrheit in der Bevölkerung, dann ist das der richtige Weg, allein schon deshalb, ja. Dann würde ich mich dem auch anschließen. Würde sagen, oh Mensch, guck mal, er hat einen Vorschlag gemacht, der könnte funktionieren, die Leute wollen es, okay, machen wir das Beste draus. Also, da bin ich nicht dogmatisch. Mein Vorschlag wäre zu sagen, wir machen einen klaren Bruch, wir setzen ein Austrittsdatum, damit das Ding wirklich beendet ist, wenn das denn in der Tat kommt, und nutzen die dann entstehende Dynamik für Verbesserungsverhandlungen. Du hast es ja vorhin schon gesagt, die anderen EU-Länder, die wären bei einem deutschen Austritt wahrscheinlich sehr verhandlungsbereit. Davon gehe ich auch aus, wenn Deutschland sagen würde, wir setzen einfach EU-Recht nicht um. Also ich glaube Ja. nicht, dass dann mit solchen Bandagen gegen Deutschland gekämpft werden würde, wie gegen Italien, Griechenland oder Polen. Das Kommt wird nicht drauf passieren. an. Das würde bei einem Kommt. Austritt viel eher passieren, als wenn Deutschland jetzt in einzelnen Punkten sagt, nee, die Verordnung setzen wir um, die setzen wir nicht um, die setzen wir nicht um. Denken wir es durch. Also Deutschland ist massiver Nettozahler der EU, aber kriegt natürlich auch von seinen Milliarden, die es reinbringt, doch einen gehörigen Teil auch wieder zurück. Zuerst würde also die EU da vermutlich ansetzen und sagen, naja, meine Vertragsverletzung muss ja auch, wir zahlen nicht aus. Klar, dann könnte Deutschland sagen, dann zahlen wir aber auch nicht ein. Wo sind wir dann? Also dann sind wir in einer Art EU-Krieg, den wir dann führen, ja, und eskalieren permanent die Zwangsmittel gegeneinander. Das macht noch mehr böses Blut. Es geht ja nicht darum, böses Blut zu machen, sondern pragmatische Änderungen herbeizuführen. Also ich widerspreche dir nicht und sage, es ist der falsche Weg, den du vorschlägst, aber sagen wir, ein Zustand der Rechtlosigkeit,
dadurch beenden zu wollen, dass man noch mehr Rechtlosigkeit erzeugt, weil man ja innerhalb des Systems bleibt, aber seine Regeln nicht befolgt, finde ich vom Ansatz her nicht so sauber. Wir haben, wie gesagt, wir haben die ganze Zeit eine andauernde Verfassungskrise und dieses Problem müsste politisch entschieden werden. Und wie gesagt, aus vielen Sachen sollte sich die EU einfach raushalten, diese teils wirklich detaillierten Vorgaben für die Wirtschaftspolitik einzelner Länder. Also das ist völlig absurd, wie sich da die EU in nationale Politiken einmischt. Auch viele Vorgaben, die aus Brüssel kommen, das, ja. Absolut, ja. Guck dir die schweizerische System an. Da hat mir mein Schweizer Freund gesagt, nicht die Schweiz sollte der EU beitreten, sondern umgekehrt. Das geht tatsächlich in der Schweizer Bundesverfassung sogar. Da können ja einzelne Länder noch beitreten, weil es eine Konföderation ist. Ja, was, egal, was man nun von der Schweiz hält, ein schwacher Zentralstaat, der wirklich nur das macht, was zentralstaatlich geregelt werden muss, und starke Regionen, das ist gut, das funktioniert. Ja, wir leben in einem Erfolgsmodell damit. Ja, aber die Schweiz ist schon viel stärkerer Zentralstaat, als es die EU ist. Ja, natürlich, Entschuldigung. Das Ja. ja. Aber die EU, wenn man die EU ist mit der Schweiz nicht vergleichbar in seiner tatsächlichen Funktionsweise. Ich sage nur, die Schweiz als Nationalstaat ist ein schwacher Zentralstaat und ein starker oder ein vergleichsweise schwacher Zentralstaat gegen starke Regionen. Und er hat eine doch im Prinzip im Wesentlichen funktionierende Demokratie. Die EU ist ja vom Ansatz her was völlig anderes. Ja, sie benutzt die Begriffe des Sta eines Staates für ein Konstrukt. Naja, du hast es schon genannt, ein Bündel aus Verträgen, ohne Verfassung und ohne demokratische Institutionen. Insofern hinkt dieser Vergleich sowieso. Aber will sagen, ich kann mir durchaus vorstellen, das ist eine Grundsatzfrage, ich kann mir durchaus vorstellen, dass eine analog zur Schweiz organisierte europäische Einigkeit funktionieren könnte. Und ich würde mich freuen, wenn sie es täte. Ja, du hast auf Schweizer Nationalstaatsebene eben auch Transfermechanismen, um Differenzen zwischen den Regionen auszugleichen. Also Ja, hast du. das ist dann diese Transferunion, die viele nicht wollen. Ja, aber du hast auch starke Wettbewerbskomponenten auf der Schweizer oder zwischen den Schweizer Kantonen und hast durchaus, da gibt es einen Steuerwettbewerb um die Ansiedlung von Firmen. Also da gibt es tatsächlich Privatmenschen, ziehen ja hier zwischen den Jahren tatsächlich gerne mal ein paar hundert Meter weiter, weil sie über eine Kantonsgrenze kommen. Und dann haben sie wieder, also das ist, jeder Vergleich hinkt irgendwo. Und die Schweiz ist natürlich volkswirtschaftlich ein ganz, auch ein Edelproblem, kann man sagen. Und wenn wir ein Europa bilden, eine Region, sind wir erstmal nicht auf der Ebene unterwegs. Aber wir reden hier über etwas sehr Grundsätzliches. Und nochmal, ich komme immer wieder dazu zurück. Es ist eine Wollensfrage. Will man so eine europäische Integration oder will man sie nicht? Da haben wir scheinbar beide die gleiche Ansicht. Die nächste Frage ist, kriegen wir sie aus dem Status quo rein reformiert oder nicht? Da sind wir anderer Ansicht. Wir werden es halt nicht klären. Wir werden sehen. Die Frage, ich finde die Frage spannend. Was ist die wahrscheinlichste Entwicklung? Ja? Welche Kräfte sind da und wie können die vielleicht die Ergebnisse verbessern? Ja? Von Gros bis hin zu Weidel. Das finde ich ja sehr interessant. Also ich bin der Meinung, dass wir eher böses Blut kriegen, wenn wir jetzt einfach austreten und dann den anderen quasi die Pistole auf die Brust setzen und sagen, so jetzt verhandeln wir mal alles neu. Und du bist der Meinung, wenn wir in der EU bleiben und das in der EU austragen, dann sorgt das eher für eine Eskalation. Also ich habe eher genau die Sorge, dass bei deinem Vorschlag das passieren würde, dass du meintest, dann könnten andere Länder nachziehen und auch austreten. Da kann so ein sich selbst verstärkender Prozess entstehen. Und am Ende haben wir dann Europa als Flickenteppich und als Austragungsort von Konflikten anderer Mächte. Also dann hätten wir hier einen Teil Kann sein. amerikanische Satellitenstaaten, russische Satellitenstaaten und chinesische Satellitenstaaten Kann irgendwo. sein. Und dann haben wir eventuell Kriege in Europa. Also das wäre dann das absolute Worst-Case-Szenario. Es ist nicht auszuschließen, dass das passiert, aber nochmal, die Frage ist ja, wen wir mitnehmen und wen wir ansprechen. Wenn Deutschland austritt, dann also schüren wir Aggressivität bei den Funktionären der EU aller Länder. Da bin ich ganz sicher. Wir haben dann solche Leute wie Donald Tusk oder Donald Tusk und irgendwelche Funktionäre von dem besagten griechischen Erweiterungskommissar, der da mal eben eine Morddrohung indirekt irgendwo nach Georgien bringt. Bisschen sicherlich zu Ursula von der Leyen. Aber die Frage ist doch, wen wir erreichen müssen. Und da meine ich die Wähler, die Bürger, die einzelnen Bewohner der Region. Und ich weiß nicht, wie du Deutschland momentan wahrnimmst. Ich nehme Deutschland momentan als den hässlichen, widerwärtigen Deutschen wahr. Es ist der Typ, der der ganzen Welt erklärt, was Moral, Sitte, Anstand ist und wie die Welt funktioniert und das Leben. Und wer es nicht so macht, der ist ein Antidemokrat und was weiß ich noch alles. Und wenn ich durch Europa reise, ist das die Wahrnehmung, die mir auch gespiegelt wird. Und ich spreche entgegen der anderslautenden Gerüchte immer sehr gerne mit Andersdenkenden und gehe nicht nur zu denen, die meinen, was ich will. Also ich höre das über die Deutschen. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass wir da anders wahrgenommen werden, dass wir den Leuten sagen, wir wollen gerne gute Nachbarn sein und wir möchten gerne mit euch zusammenleben in einem funktionierenden Gemeinschaft. Aber wir glauben eben nicht mehr, dass die da
die da in Brüssel die entsprechende Lösung sind. Dann haben wir die in Brüssel gegen uns, aber wenn es gut läuft, nicht die Menschen in den Ländern, die sagen, das finde ich eigentlich ganz sinnvoll, weil der Druck auf diese Funktionäre auch aus ihren eigenen Ländern kommt. Wir müssen die Völker zusammenbringen, die Menschen einander näher bringen und nicht die Politiker. Da würde ich dir zustimmen. Also das stimmt auf jeden Fall. Und deswegen sollten wir uns auch darüber unterhalten, was soll nach der EU kommen. Deswegen ist diese Debatte auch wichtig, denn wenn wir einfach nur sagen, das aktuelle System korrupt, das muss weg, dann müssen wir auch irgendwie darüber reden, was danach kommen soll. Denn ja, wie gesagt, es kann auch noch schlimmer werden, als es gerade ist. Das ist immer eine Option. Ja, aber ich finde, es wird doch gerade jeden Tag schlimmer, als es gerade ist. Ich weiß nicht, wie du es wahrnimmst, aber ich halte diese europäische Ebene für ein Riesenproblem bei unserer Eskalation, die wir gerade haben. Das heißt, wenn wir nichts machen, meine These, wird es ähnlich schlimm kommen, wie du es gerade beschrieben hast. Dann haben wir nicht unbedingt einen Bürgerkrieg zwischen den Spaniern und den Deutschen oder den Franzosen und den Deutschen, weil das ist ja kein Bürgerkrieg, sondern das ist ja dann ein innereuropäischer Konflikt. Ich glaube nicht, dass das sehr wahrscheinlich ist, weil ich glaube schon, dass es da gewisse Nähen gibt und ein funktionierendes Miteinander über die letzten Jahrzehnte. Da halte ich wenig Potenzial für wahrscheinlich. Was du schon sagtest, ist das Entscheidende. Diese Einflusssphären, Amerika versus Russland, ja, das Zerreißen zwischen. Das entsteht doch aber gerade dadurch, dass wir diesen politischen Figuren folgen und dass da so polarisiert wird. Wer betreibt die Polarisierung? Das sind diese EU-Funktionäre, die immer wieder erklären, Orbán sei ein Antidemokrat, auch Slowenien natürlich ist ganz fürchterlich, in Georgien müssen wir jetzt intervenieren. Ich glaube, wenn wir uns von diesen Organisationen lossagen und als Nation dagegen antreten, ich glaube, das führt zu Sympathien. Ja, davon bin ich überzeugt. Ich glaube, ein Deutschland, was sagt, liebe Spanier, liebe Franzosen, liebe Italiener, wir möchten gerne gute Nachbarn mit euch sein. Lasst uns darüber sprechen, wie das geht, ob ihr eine EU bilden wollt oder nicht. Vielleicht bilden wir zusammen etwas Neues. Wunderbar. Ich glaube, es braucht dann auch Zeit für diesen Prozess. Ich glaube nicht, dass man, wie Ulrike das ja immer wieder sagt, die ich sehr schätze, eine unglaublich kluge Frau, die eine wahnsinnige Erfahrung hat in Sachen europäischer Wörter. Ich unterstelle ihr aber auch, sage ich ihr aufs Gesicht zu, dass ihre Argumentation pro Europäische Republik ein Wunschdenken ist aus ihrer jahrzehntelangen Arbeit. Ich glaube nicht, dass das realistisch ist. Ich glaube, dass die Einstellung der europäischen Menschen momentan zu einem Konstrukt EU Skepsis ist. Vorbehalt aus dem negativen Erleben dieser Bürokratiekaste. Warum können wir also nicht sagen, wir nehmen uns dafür die Zeit? Es gibt eine Art verfassungsgebende Versammlung der Europäer. Es gibt einen Konvent, ja, einen europäischen Konvent, den wir alle halbe Jahre abhalten. Ein geordnetes Diskussionsforum, in das die Länder ihre Abgeordneten entsenden, die neu gewählt werden, die frei gewählt werden, unabhängig von den bestehenden Strukturen, in der wir darüber diskutieren, in diesem Konvent. Was wollen wir? Wollen wir zusammenarbeiten? Wollen wir tatsächlich eine Union bilden? Oder wollen wir eine Behörde nur bilden, die uns irgendwo vertritt? Das können wir alles tun. Lasst uns mit so einem positiven Vorschlag aussteigen. Ja, da wäre ich sofort dabei, auf jeden Fall. Wie gesagt, selbst da könnte man sagen, warum wählen wir nicht jedes Jahr den EU-Kommissionspräsidenten neu? Ich meine, das Amt gibt es ja. Ja. Wieso führt man da nicht eine direkte Wahl ein? Ich meine, oder das Europaparlament? Wieso bekommt das nicht die gleichen Befugnisse, die Kommission und Rat haben? Ja, ich glaube eben, dass diese bestehenden Strukturen sich dagegen wehren. Die wollen das nicht. Nochmal, also mir sagte mal ein Anwalt, sehr lustig, als ich habe ja mal für die böse Pharmaindustrie gearbeitet vor vielen Jahren, da war ich ja Pfizer-Agent, das ist ja bestens bekannt. Und es war eine wahnsinnig lehrreiche Zeit. Und am eindrücklichsten war ein hochbezahlter Anwalt, der gleichzeitig Arzt war, Professor dann an der Juristerei, der wurde immer wieder von der Pharmaindustrie engagiert, wenn es darum ging, Pharmalobbyismus eben zu betreiben mit Rechtsaspekten. Wie überzeugen Sie am besten, sagte er dann so rhetorisch beim Vortrag, mit Geld. Und grinste dann immer ganz blöde. Der Mann hat 2.000 € die Stunde genommen und die Uhr fing an zu laufen, sobald er sein Büro verlassen hat. Also auch für die Anreise irgendwo hin, wo uns 2.000 die Stunde weg. Das Maß an Korruption und Überfluss, was da herrscht, kann man sich kaum vorstellen. Und genau das vermute ich in Brüssel. Ich glaube eben, keiner dieser Entscheidungsträger ist bereit, auf diese unglaubliche Fülle an Dekadenz zu verzichten, die er da hat, und irgendwie bereit, davon abzugeben. Weil darum geht es. Am Ende des Tages ist das alles eine riesige Gierproblematik und eine riesige Korruptionsproblematik. Deswegen glaube ich, nein, wir müssen nicht die ansprechen, wir können die Hand ausstrecken und sagen, so, liebe EU, Deutschland geht raus. Deutschland möchte nämlich mit seinen europäischen Nachbarn auf demokratischer Basis zusammenleben. Unser Vorschlag, wir treffen uns in München, Frankfurt oder wo auch immer, wir laden euch alle ein oder wir kommen auch zu euch und wir sprechen über die Möglichkeit einer europäischen Integration nach der EU. So, wunderbar. Dann können die anderen Staaten sich entscheiden, wir müssen es kommunizieren.
Und ich gehe mal sehr stark davon aus, dass aus der Bevölkerung um uns herum überwiegend positive Haltung dazu kommt. Ja, wie gesagt, wir haben da wahrscheinlich einfach, wir wollen ähnliche Dinge. Also die EU, wie sie gerade ist, die ist undemokratisch, die ist hochkorrupt und der Euro beispielsweise, das ist eine ökonomische Fehlkonstruktion. Selbst wenn alle Regeln hundertprozentig befolgt würden, selbst wenn es da keine Korruption gäbe, würde der Euro zu diesen katastrophalen Ergebnissen führen, die wir gerade sehen. Also es gibt einfach Dinge, die müssen sich auf jeden Fall ändern. Nur wir bevorzugen, glaube ich, einen unterschiedlichen Weg dahin. Ich glaube, das haben wir jetzt in der letzten Stunde auch kontrovers debattiert. Haben wir. Die Zuschauer im Chat fanden es auch super, hatte doppelt so viele Zuschauer wie sonst. Also die scheinen dich zu mögen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Immer wieder gern kannst du denen und ich glaube, sie mögen auch dich vor allem. Deswegen schalten sie ja ein. Bis bald. Jo, ciao.